Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Oha. Du siehst schrecklich aus. Er ist hier. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Wenn er eingetroffen ist, wo ist er dann? Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexerinvestigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Wer weiß das schon bei einem dummen Hund? Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Ach, deswegen war auch die Kette da. Oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Bange nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Ich würde aber gern alles machen, was er war. Das ist sehr freundlich, aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Seht ihr einen Spaß, ey? So viel Geld einfach zum Fenster rausgeworfen. Hoffentlich findet der Mutant den Feuerschlucker. Kommt mit. Okay. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen. War wohl ausgehungert. Oder der Aschennascher hat ihn wirklich wild gemacht. Sein Napf ist kaputt. Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Ein Knochen. So sauber abgenagt, wie ich es nur zweimal erlebt habe. Einer lag in einem Ameisenhaufen, der andere gehörte zu einem Hähnchen und ich hatte eine Woche nichts gegessen. Das sind wirklich Hundespuren, aber so klein. Nach der Hütte zu schließen,
ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wählerisch sein. Ich folge dieser Spur. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Wie läuft die Suche? Keine nennenswerten Funde bisher. Doch ich gebe nicht auf. Die Hexerarbeit ist wie für mich gemacht. Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Dann ist auch was. Da ist er doch. Ja, da ist er. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Satan, ja. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster. Ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan.
Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe! Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut. Auf geht's. Okay. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Dafür kann er aber noch gut laufen, ey. Alter. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eines selbst. Versteck dich, bin doch da. Alter. Ein Wildschwein. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Oh Mann, was ist das für eine Quest? Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Feuerbläser. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein. Und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bisher. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Ich hoffe, es passiert kein Unfall. So keiner, der auf die Kinder aufpasst, wa? Alter, hätte ich vor Angst. Warte. Na, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucke gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Trink doch mit uns. Lass uns nicht betteln. Wir trinken auf das Brautpaar. Hey, warte. Ich will erst mit einer Frau. So, hier der. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die Herzen. Oh, nee. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Okay, schade. Männer sind Schwein. Ey, das ist laut. Alter, ist das laut. Boah. Ah, nee, darauf hab ich auch keinen Bock. Ja, was mit Tanzen. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Wie du dich bewegst, so bezaubernd. Was ist die denn? Hä?
Was hier? Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält der genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde. Jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Es war klar, dass er auch mitmachen würde. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg! Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran! Na, ich bin schnell. Das ist Schwein. Ah, da. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegung, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Das war, glaube ich, nicht so schön. Oh, es geht da rein. Okay, jetzt zaubert halt nach einer Zeit auf. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Ja, der auch, komm. Zieh Schwert. Es gibt's auf die Fresse. Genau, rein! Hey, warum will er nicht rein? Oh, es geht doch rein. Ich verarsche. Geh rein. Thank you.
Oder schieb mich doch weg. Das ist doch Schwachsinn. Das geht doch rein, Alter. Der will ja nicht. Blödes Vieh. Hallo! Es geht auch da rein. Boah, es ist ein Dreckschwein, ne? Also, ja. Ist es auch. Alter, es geht auch da rein! Das schon genommen. Wie lange das dauern kann, ne? Warte. Seht her, ihr Bauerntrottel! Hä? Lernt von eurem Meister! Okay. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie! Hey da, Meister Hexer! Ah, was war das gerade für ein Trick mit den Fingern? Genau, habe ich schon mal gesehen. Ein Hexer sagte meinem Mann, Scheiße. Dass er sich aufhängen solle. Dann zeichnete er ein paar Figuren in die Luft und der Typ wurde wahnsinnig. Das heißt, du hast betrogen und wirst nicht zum König der Schweinehirten gekrönt. Shani, was sagt Geralt in solchen Situationen? Verdammt. Ja, ganz genau. Verdammt. Das würde ich sagen. Geht und schiebt euch eine Harke in den Arsch, Hundesöhne. Sehe ich aus wie ein Schweinehirte? Komm, Shani. Ich hab genug von diesen Hinterwäldlern. Vergib mir, Shani. Ich habe dich enttäuscht. Wegen des Schweins? Das brauchst du nicht. Aber ich wollte dieses Ding für dich gewinnen. Ernsthaft, das ist nicht wichtig. Nicht im geringsten. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern, lasse meinen ganzen Charme spielen. Und doch erliegst du ihn nicht. Also frage ich mich, was mache ich falsch? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Evereck. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet.
Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Du bist ein wahres Wunder, Liebes. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... meine Liebe, sag nichts mehr. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Bleibt ruhig, Bursch. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everek einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Yeah! Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Oh wei. Zaunlatten. Haben die auch. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustmäul. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Kraftprügel meines Lebens verpasst. Wie verdammt. Habt ihr genug, Bauernhut? Das ist so geil, oder? Ihr könntet mit einem von Everek, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Das ist voll pervers, Anna, ja. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermögen nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune. Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit.
Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Boah, Alter, wie lang geht das noch? Aber macht Spaß. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Cool gemacht. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Nein. Gäste. Das ist Gaunter. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Sieht aus wie Gaunter Ödün. Endlich geht's ans Tanzen. Oder? Komm schon, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Du bist wirklich nicht übel. Wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag ich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir.
Das würde nichts. Ich tanze nicht gern. Ich will mich dir nicht aufdrängen. Ich täte gerne, was er gerade getan hat. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später. Ich komme darauf zurück. Hallo, mein Freund. Immer langsam. In der Krypta hast du behauptet, du hättest kein Interesse. Und jetzt, nachdem ich den ganzen Abend Süßholz geraspelt habe, schnappst du sie mir weg und willst sie ohne mich vernaschen? Halt die Klappe. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin. Der Spiegelmeister. Ich wusste es. Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Die weiß Bescheid, dass wir der andere ist. Die Nacht ist jung. Komm, lass uns wild sein. Nee, ich hab keinen Bock auf Kartenspiel. Er will Kartenspiel. Gaunter Odin. Aber wir können auch was anderes machen, oder? Oder wird das dann rausgenommen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann man auch was anderes machen. Das ist auch wie Kartenspiel. Willst du vielleicht?